So, du hast noch was fallen lassen. Wenn du an einem Server schraubst, ist es dann ein Client-Server-Technologie? Ah. Was soll ich dazu sagen? Ja. Ja. Okay, falsch geschrieben. Die Grafikkarte hat gemeckert, sie möchte mehr als 4 GB, die vorhanden sind. Okay. Das heißt, eine Graka, ich weiß jetzt gerade nicht die Leistungsdaten der TI, 1050 Ti, hat 4 GB oder was? 4 GB Speicher. Aua! Können wir mal den da... Wieso kann der mich treffen? Ich kann ihn nicht treffen. Wie komme ich in das Gebäude? Das ist so eine Tür, oder nicht? So. Sagen, wieso kam ich da rein? Arbeitsspeicher habe ich 32 GB, aber die Grafikkarte hat dann 4, okay. Ja. Das finde ich auch weird, dass die neuen Grafikkarten, wenn sie TI sind, deutlich weniger Speicher haben. Deutlich weniger, als wenn du die normale Version kaufst, aber die anderen Leistungswerte sind viel höher. Irgendwie ein bisschen komisch. Warum sie das so extrem runterbeschnitten haben. Also so wenig dran gemacht haben. 8 GB Speicher von der Grafikkarte. Ui. Das ist sehr leistungshungrig, ja. Noch was Schönes zum Looten. Eine gammelige Hose. Huch. Und das gerade. Noch irgendwas. Und hier ist ein Nest. Aber sowas von. Hohohoho. Jetzt gehen so die richtigen Schlachten langsam los, ne? Es wird immer mehr. Voll cool. War am Anfang ja nur so Vorgeplänkel. So ein schönes Plumpsklo. Dann geht's da nicht weiter. Nein, da komme ich nicht durch. Weggeflogen. Cool, Schrott. Das Spiel ist auch so wunderschön, aber gewurmt hat es mich. Und ich lauere seit knapp anderthalb Jahren was Neues, aber alles ist zu teuer. Ja, und dann kam der Schreibtisch. Ja, da kam der Schreibtisch. Der hat auch ordentlich Geld verschlungen. Mir das mal. Voll die Arme, beide weggeflogen. Einfach auseinandergebröselt, der Kollege. Hm, hier ist nichts zum Looten. Hi. Ach, Jungs, kommt doch mal ein bisschen schneller ran. Okay. Mensch, ganz Burwitch ist auf den Beinen heute. Da redet ihr was los. Ich hab bestimmt irgendwo ausverkauft oder so. Klung, klung. Dann hier noch. Eigentlich müsste doch der Inventar bald voll sein. Nee, geht noch. I
Eigentlich müsste ich da anstatt Hack and Slay Splatter reinschreiben oder so. Junge, Junge, Junge. Okay. Achso, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ja, ist nicht schlimm. Ich habe keine Lust, mehr als 500 bis 600 Euro zu investieren. Ich brauche keine High-End-Rotze, aber was Leistungsfähiges, ja. Also ich hatte auch eine ganze Weile angeschaut, was so die Preise machen. Und, ups, und dann geguckt, was ich ungefähr brauche oder haben möchte, was ich auch bezahlen kann. Und dann hatte ich irgendwie dieses Angebot gesehen, wo die Grafikkarte relativ günstig war. Und ich dachte mir, jetzt du machst das jetzt einfach. Deine alte kannst du ja dann verkaufen, brauchst du eh nicht mehr, du wirst sie auch nicht mehr benutzen, du wirst sie auch nicht irgendwie woanders reinbauen, also ist es okay. Und das habe ich dann auch gemacht und dann hatte ich im Endeffekt, ich glaube, knapp 400 habe ich dann bezahlt, glaube ich. Ja. Also wenn ich jetzt den Preis der alten abziehe, ungefähr 400. Und das fand ich dann in Ordnung. Und es ist wirklich so, ich habe meine alte Grafikkarte mehr bekommen, als ich damals bezahlt habe. Und die ist noch nicht alt gewesen. Sie hatte sogar noch Garantie. Also, die war noch keine 2 Jahre alt. Oh. Ich wollte gerade mal ganz gemütlich auf die Karte schauen, Leute. So, jetzt aber. Treppe nach unten. Treppe nach unten. Reparaturstelle. Oh, okay. Eigentlich müsste die Karte doch so sein, ne? Oh, hier habe ich irgendwas nicht entdeckt. Hier bin ich nicht weitergelaufen. No! Oh, no! Und hier ist auch noch irgendwas. Müsste durch die Häuser zurück oder ich gehe hier zurück. Wenn das geht. Nee, es geht nicht. Okay. Ja, genau. Man kommt hier nämlich gar nicht raus. Dann geht's nur da lang. Mood Roll. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Schrott habe gerade, um das Ding zu reparieren. Nicht genug Material. Dynamit. Um die Brücke zu räumen. Ja, Dynamit habe ich noch gar nicht gefunden. Diese Brücke war einst eine Verbindung zwischen Borwich und dem Ostsumpf. Bei dem Stützbalken hat sich Müll angesammelt. Eine Reparatur ist somit unmöglich. Der Schutt könnte mit schwerem Sprengstoff beseitigt werden. Die alten verlassenen Minen in Old Arcovia sind wahrscheinlich der beste Ort, um ihn zu finden. Hm, okay. Ich habe gleich einen Hinweis gegeben, wo das sein könnte. Hm. Aber ich bin doch noch gar nicht da durch. Ne, wir müssen noch mal zurück. Ich bin noch gar nicht in Borwich durch. Moment.
Ja, hier unten das. Aber da kommt man ja nicht. Da kommt man ja nicht lang. Dann macht das Sinn, wenn ich gleich die Straße gehe. Ich gehe mal die Straße runter. Und dann biege ich ab. Genau, und jetzt müsste ich eigentlich durch das Haus durchkommen. Ach nee, es ging ja nicht. Arrgh, wieder dahin gelaufen. Verdammt. Oh no. Am Portal vorbei. Okay. Das zu. Hier ist das Plumpsklo gewesen. Und dann... Ah, hier, okay. Ja, da sieht es doch gut aus. Sehr schön. Den Ofen kann ich nicht kaputt schlagen. Lebst, das sind sie da ausgespuckt. Her damit. Könnte mal wieder reinschauen. Habe ich irgendwas Tolles bekommen? Handschuhe. Ausschaden, Giftschaden, Angriff. Todesblitz. Meiner war plus 3% Leben. Okay. Wir schauen Angriffsgeschwindigkeit, Gesundheitsregeneration pro Sekunde. Lebenskraftschaden reduziert. Reduzierung der Lebenskraft des Feindes. Okay, ja damit. Dann probiere ich das aus. Was ist das? Verbessert alle Rüstungen. Haupthand verbessert alle Rüstungen. Nee, Ringe, Kopf. Waffenschilde. Sieht aus wie ein abgebrochenes. Abgebrochenes Schwert. Okay. Oh, was ist das denn? Moment. Oh, ich verklickt. Verklickt. Hier drin? Nichts zu looten. Sherman's Arcana. Okay. Ja. Hier steht aber auch nicht mehr viel von dem Häuschen. So, dann hätten wir hier noch die kleine Lücke offen, die ich vorhin gesehen habe. Achso, da geht sie nicht lang. Hm. Ah, zwei Stege. Das war's. Hm. Okay, ja, dann haben wir es eigentlich. Was das Stück hier angeht. Wo geht's da lang? Mhm.
was Verlassenes. Hafengebiet. Nicht durch. Da geht's durch. Die gerade gefunden. Schattenklinge hier. Ach. Der Schattenklinge Teufelsbildnis des Ruins. Irgendeine ganz weird aussehende Puppe. Apropos, habe ich wieder Punkte? Ja. Hallo. Muss auch gleich mal gucken wegen dem anderen Skill. Genau hier. Danke. Oh ja, Untote. Ganz viele Untote. Juhu. Du hast verachtet auf ätherische. Haha, jawoll. So muss das. Rufstufe hat sich bei der Fraktion erhöht. Sehr gut. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Die Loot. Was haben wir denn hier? Aasfresser. Ich fühle irgendwelche Ratten. Und Schrotthaufen ohne Ende hier. Oh, die Mülldeponie in Grimdorn 2. Also zweite Mülldeponie gefunden. Aber man kann da nirgendwo drauf oder irgendwas durchsuchen. Ist einfach nur da. Achso, ja, wir sind ja voll. Und sowas von voll. So. Okay. Dann. Nee, bleib mal da stehen. Da liegt ja auch noch so viel Krimskrams drin. Wir müssen sowieso Quests abgeben, sehe ich gerade. Oh, nein, nicht. Ja. Kling, 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 kling. 305. Den Schrott brauche ich noch. Das ist eine Quest. Ja, das kommt dann trotzdem weg. Und
Hier. What do you want? Du machst mir langsam Probleme. Verschwinde lieber. Was? Ach ja, die Reni. Du bist der Maulwurf. Eure Pläne sind gescheitert und euer Leben verwirkt. Oh, ich würde nicht glauben, was da drin steht. Das sind alles Verleugnungen. Verdammter Colt, ich wusste, dass mich das irgendwann einholen würde. Aber erwarte nicht von mir, dass ich kampflos gehe. Okay. Ich gehe nie wieder da raus. Okay, musste auch nicht. So, hier, ich habe Beinschief von dem, den ich gerade, bitte. Oh, wir haben einen zweiten Koch. Wenn das nicht meine Retterin ist, haha, ich kann dir gar nicht genug danken. Endlich kann ich wieder für andere Leute kochen. Ach, hier, nimm das, nimm etwas Suppe. Könnte etwas Salz vertragen, aber Captain Whiskey da drüben besteht darauf, dass es nur für den Kampf genutzt wird. Ja, du hast freundlich bei Devil's Crossing. Was war das? Was war das? Wie so ein Einschlag gerade. Aber jederzeit zurück. Erzählt mir eure Geschichte. Habe ich dir schon... Was? Habe ich dir diese schon erzählt? Einmal hatte ich es mit ein paar besonders unhöflichen Würdenträgern aus der Hauptstadt zu tun, die sogar den Kaiser beleidigt hätten. Der Mann macht ein Riesentheater um ein Essen, das so geschmacklos gewesen sein soll. Also habe ich ihm eine kleine Spezialität des Hauses mit meinen stärksten Gewürzen zubereitet. Sagen wir mal so. Er rannte davon und es kam ihm oben und unten wieder heraus. Oh, merkwürdigerweise habe ich gehört, dass er am nächsten Tag tot war. Oh, scheiße. Ich hoffe, es hatte nichts mit meinen Gewürzen zu tun, die ich verwendet hatte. Ich nehme etwas Suppe. Hier, bitteschön. Heiß. Iss jetzt auf. Du willst mich doch nicht beleidigen, oder? Irgendwie macht er mir Angst. Ich nehme noch etwas Suppe. Okay. Wo habt ihr denn diese Typen gefunden? Er würde dir sogar eine Suppe aus Steinen kochen und ich glaube, sie würde trotzdem verdammt gut schmecken. Steinsuppe? Ja, das ist besser als das, was du zubereitest. Wir haben wohl einen Witzbold unter uns, wie? Hat sich kaputt gekackt. Ja, nicht nur das. Aber ich denke, er wurde wirklich vergiftet. Duken. Oh, kein schlechter Ort, den ihr hier habt. Viele Sachen, die meine Dienste benötigen. Oh, viele Seelen. Ich werde wohl ziemlich beschäftigt sein. Sehr schön. Geschichte zweier Schmiede. So what brings you to my forge? Beim Schmieden kannst du mit Hilfe von erlernten Bauplänen und Komponenten, die du gefunden hast, mächtige Gegenstände herstellen. Gleichgewicht. Um einen elementaren Meer aus Unruhe. Ich brauche bloß eine Hirnsubstanz, dann könnte ich es machen. Das habe ich nicht. Wie cool. Adepten-Klingenstreitkolben. Aber den kann ich gerade nicht vergleichen. Zauberwaffen. Okay, wenn es grün ist, kann er das herstellen. Cool. 3000 Geld. Wir haben 44.000. Haha. Doppelläufige Pistole. Glyphenverziertes Archiv. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Okkultes Horn. Abgetrennte Klaue. Ach so, er würde mir das auch basteln. Okay, falls mir das jemals fehlt. Ektoplasma. Das ist ja cool, dass er das auch macht. Schmolzene Haut. Borstiges Fell. Hatte ich eigentlich was da? 24 Rüstung, Feuerwiderstand und alles. Gezackter Panzer. Schadensvergeltung. 20% auf alle Vergeltungstypen.
Okay, das ist ja cool. Das ist ja, wie komplex dieses Spiel einfach ist, ey. WTF. Wie komme ich denn hier rein? Da. Es tut mir leid, falls ich dich vorhin beleidigt habe. Deine Ursprünge waren nur ein bisschen sehr erschreckend. Ich habe gehört, dass du dich den Gefahren jenseits von Lower Crossing stellst. Könntest du mir ein paar Materialien besorgen? Was willst du denn? Weißt du, vor dem Grimdorn war ich Schneiderin. Nichts Besonderes. Ich habe so viel verdient, um über die Runden zu kommen. Aber jetzt sehe ich die Gelegenheit, meinen Beruf zu nutzen, um hier etwas zu bewirken. Ich würde gerne ein paar neue Schutzdächer und vielleicht neue Kleidung nähen, falls noch genug Stoff übrig ist. Alex und Jane verdienen etwas Besseres als das hier. Wenn du bitte jeglichen Stoff einsammelst, den du findest, wären die Leute hier sehr dankbar. Im Hafengebiet soll einiges sein. Okay, da war ich ja gerade. Wusstest du, dass Mrs. Constance nicht meine richtige Mutter ist? Sie sagt, wir sind jetzt eine Familie, aber ich vermisse meine richtige Familie. Wie seltsam. Weißt du, wo meine Mami und mein Papi sind? Nein, tut mir leid. In unserem Haus, wo wir wohnen, ist es im Dorf Burridge. Einem viel schöneren Ort als diesem. Das letzte Mal, dass ich meinen Papa gesehen habe, hat er uns spät nachts verlassen, um Soldat zu werden. Dann hat Mami uns in unserem Zimmer eingesperrt und gesagt, wir sollen leise sein. Ah, das Tagebuch. Sie ist die Schwester. Wir hörten draußen schreckliche Geräusche und Gebrüll. Wir hörten Mami schreien und dann wurde es ganz still und wir hatten Angst. Ich bin dann aber eingeschlafen und am Morgen war die Tür immer noch zugesperrt und ich konnte draußen nichts hören. Aber dann kam Mr. Burden und hat die Tür aufgebrochen. Ich dachte zuerst, er sei ein Räuber, aber wie sich herausstellte, war er freundlich. Er verdeckte unsere Augen und sagte, wir würden an einen ganz besonderen Ort gehen. Dieser Ort scheint aber nicht wirklich etwas Besonderes zu sein. Seitdem wir hier sind, will ich nur nach Hause. Ich will Mami und Papi wiedersehen. Wenn du sie triffst, kannst du ihnen sagen, dass sie uns abholen sollen? Mrs. Constance sagt, ich soll mit dir reden. Warum nicht? Weil du Böses in dir trägst. Maybe. Der hat zwar einen Punkt, aber ich kann mit dieser Figur nicht interagieren, obwohl ich sie auf der Karte sehe. Komisch. Unsere Heldin ist ganz schön cool geworden. Was die Ausrüstung und die Fähigkeiten angeht, nicht schlecht. Oh, jetzt darf ich das tragen. Leben. Schon. Verbessert alle Schilde. Verbessert alle Rüstung. Rüstung. Zauberhand. Amulette. Schilde. Waffen. Und verbessert alle Ringe. Okay, ich habe gerade nichts anderes außer das hier, ne? Okay. Ich habe voll Leben eingebüßt, weil ich irgendwas abgegeben habe. Wir hatten 2000, dann war 1822. So, du hast eine Aufgabe für mich. Was soll denn diese Aufruhr? Die Reni hat uns sabotiert. Er hat die Brunnenpumpe beschädigt. Ich habe diesem Slith-Sohn vertraut. Danke, dass du diesen Verrat aufgedeckt hast. Wer weiß, welchen Schaden er noch angerichtet hätte, wenn wir ihn alleine gelassen hätten. Bitte.